Schönen guten Tag und herzlich willkommen an alle. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unser Webinar. Ich bin Tiziana Bertolani, die Präsidentin von Acetaia Terra del Tuono. Heute ist unser erstes Treffen. Dieses Treffen gibt uns die Möglichkeit, uns vorzustellen und Ihnen unsere Firma und unsere letzten Neuheiten durch ein Webinar zu präsentieren. Insbesondere werden wir heute über unsere letzte Neuheit sprechen, die 100% Kraftbieressige. Gerne möchte ich Ihnen betonen, dass wir ein umweltfreundliches Unternehmen sind. Unsere Philosophie ist High Green Quality Made in Italy. Vom 1892 bis heute haben wir die Balsamico-Tradition durchgeführt. Wir produzieren eine große Auswahl von Balsamessig, Balsamico-Spezialitäten und Essigzubereitungen. Ohne Zusatz von Karamell, Farbstoffen und Konservierungsmitteln und mit einem kurzen und klaren Etikett. In den letzten Jahren haben wir einen neuen Produktionsprozess gestartet, mit dem Hauptziel, innovative Spezialitäten zu entwickeln, die den Verbrauchern neue Geschmackserlebnisse verleihen. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Teilnahme und gebe jetzt das Wort an Lydia. Hallo alle, ein schönes guten Tag und herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich bin Lydia Corradini und gehöre zu dem internationalen Verkaufsteam von Terra del Tuono. Nun komme ich zu unserer neuesten Innovation zurück, die 100% Kraftbieressig. Warum ein Bieressig? Heute spielen die Supermärkte eine grundlegende Rolle bei der Verteilung von Nahrungsmitteln und Getränken. Sie stellen den Hauptkanal dar, um die fast vollständige Biernachfrage für den Inlandverbrauch zu befriedigen, die einen deutlichen Anstieg zeigt, wie man das in der Grafik sehen kann. Das Angebot von speziellen und qualitativ hochwertigen Kraftbieren nimmt ständig zu. Der Verbraucher sucht nach speziellen Premium-Bieren. Der italienische Markt beträgt 1,3 Milliarden Euro, davon sind mehr als 24% spezielle Kraftbiere. In den letzten Jahren zeigt das Angebot von Kraftbieren in den Supermärkten einen Volumenanstieg von etwas mehr als 300%. Aus einem Test von 1000 Verbrauchern, den wir durchgeführt haben, geht hervor, dass der Marktanteil von Kraftbieren sehr hoch ist. Etwa 690 aus 1000 Leuten konsumieren Kraftbieren. Wir sind davon überzeugt, dass der Verbraucher vorbereitet ist, einen Essig von seinen bevorzugten Getränken zu lieben. Nun die Hauptpunkte von unserer Kraftbieressige: reicher Geschmack, spezielles Produkt, höhere Geschmacksdiversifikation, bessere Aroma, schmackhafter, gesünder, natürlich, Premium-Rohstoffe-Qualität. Das Produkt ist also eng mit dem Gebiet verbunden. Um dies zu unterstützen, haben wir einen weiteren Test durchgeführt. Auf eine Umfrage von 100 Personen, etwa 70, in Wahrheit 76, gaben ein sehr positives Urteil, ab unsere Bieressig zu kaufen. Nachdem wir diese Ergebnisse gesehen haben, haben wir uns endgültig entschieden, diese positive Welle zu verfolgen. Zum Schluss möchte ich Ihnen die 4 Vorteile unserer Kraftbieressige vorstellen. Eine Innovation, die noch nicht im Regal vorhanden ist, besondere empfängliche Marketsegmente, sehr positiv Markettrend, eine positive Einstellung des Verbrauchers.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Jessica, die Ihnen unsere Bierersteller präsentieren wird. Hallo an alle und vielen Dank für Ihren Teilnehmen. Ich bin Jessica Ghidoni und gehöre zum internationalen Verkaufsteam von Terra del Tuono. Giusto Spirito ist eine Lokalbrauerei, die 13 verschiedene Kraftbier herstellt. Die monatliche Produktion von Giusto Spirito beträgt etwa 25.000 Liter. Für die Produktion der Bier verwendet man hochtechnologische Anlagen. Das Besondere an dieser Brauerei ist, dass sie sich auf die Verarbeitung von frischen Produkten spezialisiert hat, die nicht pasteurisiert und gefiltert sind. Der Inhaber von Giusto Spirito hat unser Projekt 100% Kraftbier-Essig unterstützt und möchte an der Schaffung einiger großen Neuheiten teilnehmen. Gerne hat er uns seine Kraftbier von bester Qualität zur Verfügung gestellt. Es war für ihn aufgrund zu sein, wie seine Qualität in die Welt der Essige versetzt wurde und eine innovative Spezialität zum Leben brachte. Er war sehr begeistert und mit den Ergebnissen zufrieden. Nun möchte ich Ihnen die Auswahl von IPA, AB und Strong Ale erklären. Dank aller Proben haben diese drei Biersorten wichtigen Eigenschaften und eine starke und außergewöhnliche Geschmackszeit. Auch nach dem Akzessifizierungsprozess haben diese Bier ihre natürliche Biergeschmack und Aroma beibehalten. Der Inhaber von Giusto Spirito ist ein Biermeister und hat alle notwendigen Fähigkeiten, um einen Bier von höchster Qualität zu erkennen. Er war erstaunt über die hohe Qualität unserer Kraftbieressige, welche die unterschiedliche Bierqualität beibehalten. IPA ist ein Kraftbier aus Hopfen. AB wird aus Malz hergestellt, das auch nach dem Akzessifizierungsprozess noch perfekt erkennbar ist. Strong Ale ist mit karamellisierten Malzen realisiert, die wie bei der AB nach dem Akzessifizierungsprozess perfekt erkennbar sind. Dank ihrer typischen Noten sind unsere 100% Kraftbier-Essig sehr wertvoll Essige. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass unsere Kraftbier-Essige eine äußerst ausgewogenes Produkt sind, welche den gleichen Geschmack und Aroma wie die Kraftbier von Giusto Spirito aufweisen. Danke an alle für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt gebe ich das Wort weiter an Silvia. Guten Morgen, ich bin Silvia Costi. Ich entschuldige mich, aber da ich kein Deutsch spreche, werde ich auf Englisch sprechen. So, welcome to everyone and thank you for joining us today. I am Silvia Costi, R&D Manager of Terra del Tuono, and today I would like to introduce to you some characteristics of the only ingredient of our craft beer vineyards, the craft beer. Beer is an ancient beverage with well-known health benefits. It contains a lot of vitamins and mineral salts. It has an excellent ratio of calcium and phosphorus, and it has a low sodium content, which provides the diuretic effect. Malted cereals are a natural source of dietary fiber. And finally, hops provide a wide range of polyphenols, which provide the antioxidant properties. During the acidification process, beer turns into vinegar and loses all its alcoholic part. In fact, our craft beer vinegars are totally alcohol-free, perfect also for garnish our children's dishes. Moreover, high-quality vinegars, including craft beer vinegars, have an important antibacterial effect. Drinking vinegar has positive wellness effect,
For example, if you add some drops to your glass of water, you will obtain an excellent refreshing drink. And if you use sparkling water, you will also obtain a perfect digestive. Our craft beer vinegars are made by using only one raw material, like the apple vinegar and the wine vinegar. However, our beer vinegars have a surprising taste because our only ingredient is the craft beer. Thanks to our innovative acidification technology, we are able to preserve and enhance the unique characteristics of our three selected beers. Moreover, thanks to the continuous checks that we make in all the production line, we are able to guarantee a high and constant quality of the final product. In the next slide are shown the characteristics of our three beer vinegars. IPA has an acidity of 5.5%, a golden color and wonderful shade. It has an intense and special aroma thanks to the essential oils of the hop. It is extremely balanced and with a fresh taste. Abbey has an acidity of 6.5% and an amber color and a fruity and delicate aroma. It has an intense and complex taste with strong notes of caramel and candy sugars. And finally, Strong Ale has an acidity of 6.5% and a dark amber color. It is a full-bodied vinegar with the perfume and the taste of barley and wheat malts. This vinegar has a complex aromatic profile with vegetal and licorice notes. The acidity of our beer vinegars is comparable to those of balsamic vinegar. Acidity gives to our beer vinegars freshness, and it is perfectly balanced from the aromatic profile and the softness of the malt. The advantages of our craft beer vinegars are that are low in calories, are free of added sulfites and preservatives, are gluten-free and without residual alcohol, because it is completely processed by the Acetobacter, are GMO and cholesterol-free, and 100% natural, and perfect also for vegan and vegetarian diet. In the next slide, you can see a comparison of the nutritional characteristics between our craft beer vinegars and a classic balsamic vinegar. Data about classic balsamic vinegar are reported in the USDA website. However, in the same website, data about beer vinegars are missing because it's a brand new product. The first thing that you can observe is that our beer vinegar contains less than 1/3 of calories compared to balsamic vinegar. Another important data is the minimum content, almost zero, of sugar in beer vinegars. In fact, they change from 1.7 grams to 2.2 grams compared to balsamic vinegar, which contains almost 15 grams of simple sugars. In the end, there are differences also in the salt content. In fact, our beer vinegars contains less than a half of sodium compared to balsamic vinegar. In conclusion, we can affirm that our craft beer vinegar are perfect ally for any balanced diet. Thank you for your attention. Let's give the word to Lydia. Hello again. Jetzt spreche ich gerne über Küche, die eine meiner Lieblinge ist. Ich war sehr neugierig und aufgeregt, diese neue Essige zu probieren. Ein wahrer Genuss, einfach lecker. Nun sage ich Ihnen in kurz, wie man unsere Kraftbieressige in der Küche verwenden kann. Die sind sehr duktil, in Fakt passen unsere Bieressig auf vielen Gerichte. Die sind ausgezeichnet zum gereiften Käse. Ideal für die Zubereitung von süß-säure Soßen. Einfach lecker mit Mayonnaise, das sollen Sie mal probieren. Perfekt mit Schweinfleisch, eine überraschende Gewürz mit Rohgemüse, ideal für die Zubereitung von frittierten Gerichten, hervorragend auf Basis zum Marinieren von Fleisch, Hühnchen und Fisch. Einfach köstlich auf gedünstete Gemüse.
ein besonders spannendes und neues kulinarisches Ergebnis. Sie finden alle unsere Rezepte und notwendige Informationen auf unserer Website www.terradeltuono.it. Folgen Sie uns bitte auch so auf das soziale Netzwerk. Wir sind zum Beispiel auf Instagram und Facebook. Hätten Sie Fragen, gerne wird Tiziana Ihnen beantworten. Auf Wiedersehen. Hallo. Ich sehe in unserem Chat, dass Sie doch viele Anfragen haben. Die erste Anfrage ist von Markus. Und zwar, wie viel Zeit haben Sie für die Realisierung dieses Projekts aufgewendet und wie haben Sie das geschafft? Herr Markus, ungefähr 3 Jahre. Die Idee wurde im Jahr 2017 geboren. Terra del Tuono ist seit immer mit Forschung und Innovation engagiert. Wir haben uns entschlossen, den Kraftbiertrend zu analysieren, da es sich um ein schnell wachsendes Marktsegment handelt, wie früher beschrieben. Wir haben mit der Identifizierung einer einzelnen Zutat begonnen, dann haben wir eine bestimmte Technologie entwickelt und neue Produktionsanlagen geschaffen. Danach haben wir mit der Qualität und Haltbarkeitstesten begonnen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr viele Tests durchgeführt haben. Und jetzt lese ich eine Frage für unsere Silvia von Cornelia. Und zwar, da Ihre einzige Zutat Bier ist, die aus Gerstenmalz hergestellt wird, wie kommt es, dass diese Bieressige glutenfrei sind? Ich übersetze es auf Englisch für Silvia. If your only ingredient is beer and the beer is made with wheat malt, how can you obtain gluten-free vinegar? So bitte Silvia, du kannst jetzt antworten. Please Silvia. Yes, thank you for the question. It's thanks to our innovative acidification technology that allow us to transform and degrade gluten proteins. During the acidification process, gluten proteins are cut into small components that are not assimilable to gluten and therefore do not cause the intolerance. Thanks to our constant quality analysis, we are able to affirm that our craft beer vinegars are gluten-free. Thank you. So, danke Silvia. Jetzt möchte ich gerne Oliver antworten. Was ist das Verfalldatum der Kraftbieressige? Und da niemand gefragt hat, was ist der Preis? Unsere Bieressige haben eine Haltbarkeit von 24 Monaten. Wichtig zu wissen ist, dass diese keine Konservierungsstoffe enthalten. Der Preis ist äußerst günstig, da es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt. Er hat ein neues und junges Etikett. Die Grafik ist ebenfalls innovativ und für den Verbraucher leicht verständlich. Viele andere Anfragen sind in der Zwischenzeit angekommen. Die werde ich per Mail beantworten. Dies sind meine Kontakte. Gerne stehe ich zu Ihrer Verfügung. Und jetzt möchte ich mich für Ihre Teilnahme an dieses Webinar herzlich bedanken und ein großes Ciao aus Italien. Bis nächstes Mal.